Es ist Mittwoch, der 18. Mai 2022. Sie sehen das SKB-Journal mit folgenden Themen. Corona-Zahlen, Inzidenz weiter niedrig. Solidarität, Stadt hisst Regenbogenflagge. Und geöffnet Radverkehr in Einbahnstraßen. Tja, und damit hallo und herzlich willkommen zum SKB-Journal. Die 7-Tage-Inzidenz in der Havelstadt ist wieder etwas gesunken. Laut RKI liegt sie mit Stand vom Mittwoch jetzt bei 280,4. Im Vergleich zum Vortag gab es 47 Neuinfektionen, 202 waren es in den letzten 7 Tagen. Regenbogenband über Deutschland, so hieß das Motto zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Und auch in Brandenburg an der Havel wurde eine Regenbogenflagge gehisst. Oberbürgermeister Steffen Scheller tat das gemeinsam mit Christopher Schreiber, dem Geschäftsführer des Landesverbandes Berlin-Brandenburg e.V. des Lesben- und Schwulenverbandes. An der Stirnseite des Altstädtischen Marktes am Altstädtischen Rathaus weht nun die Fahne im Wind. Oberbürgermeister Steffen Scheller sagte, man hisse die Regenbogenflagge, um ein Zeichen gegen die Jahrzehnte- und jahrhundertelange Unterdrückung, Kriminalisierung und medizinische Verunglimpfung von schwulen, Lesben und allen queeren Menschen zu setzen. Dieser Tag sei ein guter Anlass, um die Geschichte aufzuarbeiten und kritisch zu beleuchten, welche Hürden diese Bewegung schon nehmen musste und welche noch vor ihr liegt. Kultursommer Brandenburg an der Havel 2022. Erleben Sie Stars wie Ute Freudenberg, Inka Bause, Marquez oder Danger Dan mit seinem Konzert zum unerwarteten Klavieralbum Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt. Familienhighlights sind Spabel und Hovinek, Tabaluga oder Die Reise zur Vernunft oder Pippi Langstrumpf als Kinderkino. Natürlich gibt es auch Konzerte der Brandenburger Symphoniker und noch vieles mehr. Jetzt noch bis zum 31. Mai Karten kaufen und mit dem Frühbucherrabatt 10% sparen. Kultursommer Brandenburg an der Havel 2022. Alle Informationen und Karten unter www.brandenburgertheater.de/kultursommer oder an der Theaterkasse unter 03381 511 111. Gesunder Blutdruck? Knobi Vital, der Knoblauchtrunk aus dem Allgäu. Altbewährt und hilfreich. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck durch das im Kurkuma enthaltene Kalium. Knobi Vital, erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Beratung und Informationen unter 07528 20 6000. Knobi Vital mit Kurkuma für einen gesunden Blutdruck. Seine Leidenschaft ist das Wandern. Doch das wurde für Josef Bader immer beschwerlicher. Vor 10 Jahren wurde bei ihm Arthrose im Knie festgestellt. Vor 2 Jahren konnte er kaum noch gehen. Ich konnte nicht mehr länger wandern. Das Radfahren ging schwer. Treppe steige. Katastrophe. Josef Bader hat es geschafft. Sein Knie kann er wieder schmerzfrei bewegen. Geholfen hat ihm letztendlich Rosa Xan. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Zur Förderung des Radverkehrs wurden in der vergangenen Woche 2 Einbahnstraßen für den Radverkehr in Gegenrichtung geöffnet. Dies betrifft die Bäckerstraße und die Hochstraße. Durch die Anbringung des Zusatzzeichens Radverkehr frei unter dem Verbot der Einfahrt wird dem Radfahrer in diesen Straßen angezeigt, dass er davon freigestellt ist und die eigentliche Einbahnstraße entgegengesetzt befahren darf. Dem Fahrzeugverkehr wird jeweils am Beginn der Einbahnstraße durch das angebrachte Zusatzzeichen Radverkehr in Gegenrichtung unter den rechts und links stehenden Einbahnstraßenschildern angezeigt, dass der Radverkehr in der Gegenrichtung zugelassen ist. In der Straßenverkehrsordnung, zu diesem Zusatzzeichen heißt es wörtlich, beim Vorbeifahren an einer in den gegenläufigen Radverkehr freigegebenen Einbahnstraße bleibt gegenüber dem ausfahrenden Radfahrer der Grundsatz, dass Vorfahrt hat, wer von rechts kommt, unberührt. Dies gilt auch für den ausfahrenden Radverkehr.
Die Straßenverkehrsbehörde weist auf die geänderte Verkehrsführung für den Radfahrer hin und macht in diesem Zusammenhang auch darauf aufmerksam, dass der aus der Bäckerstraße mit dieser neuen Verkehrsregelung an der gleichrangigen Kreuzung Paduin-Rathenower Straße-Mühlentorstraße ausfahrende Radfahrer mit in die sogenannte Rechts-vor-Links-Regelung einbezogen ist. Der Radfahrer, der mit der neuen Verkehrsfreigabe die Hochstraße entgegengesetzt befahren darf, hat in der Einmündung zum Gertrud-Pieter-Platz dem von rechts kommenden Verkehr Vorfahrt zu gewähren. Darauf wird der Radfahrer durch die aufgetragene kurze Wartelinie aufmerksam gemacht. Tja, und dann fehlt auch nur noch das Wetter mit dem SKB-3-Tagestrend. Sommerlich bis heiß wird es in den nächsten Tagen und das startet gleich mit 30 Grad am Donnerstag. 25 Grad erwarten wir am Freitag und das Wochenende startet dann am Samstag mit 26 Grad. Der Himmel ist an allen Tagen leicht bewölkt, am Freitagabend kann es zu leichten Schauern kommen. Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer, das war's aus der SKB-Redaktion für den Mittwoch. Ich verabschiede mich. Tschüss, machen Sie's gut.